Hallo zusammen, heute bin ich hier bei unserem Hochhubwagen die Batterie am Ersetzen. Das ist ein einfacher Hochhubwagen, so ein kleiner Stapler zum Schieben. Elektrisch geht nur auf und abwärts. Und der hat eine Batterie drin. Ursprünglich war die Batterie drin und jetzt habe ich hier eine Lithium-Batterie reingesetzt. Original ist eine 150 Amperestunden Batterie drin. Und ich habe jetzt hier diese 100 Ampere Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie drin. Wir haben, wenn wir den Stapler, also dieses Palett mit Kompressoren heben, das ist knapp eine Tonne, dann habe ich rund 150 Ampere, die Batterie liefern muss. Das bringt sie, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt hier eine eingebaut mit Bluetooth. Es gibt die Lösung auch ohne Bluetooth und wir sehen, ob die Batterie jetzt hier ihre 3000 Zyklen macht. Weil die Originalbatterie, was hier drin war, wir sehen das vielleicht von oben hier, ja, die ist ein bisschen ist die aufgegangen. Die ist also rund wie ein Ballon. Wahrscheinlich ist das Ladegerät, was hier drin ist, nicht so ideal. Hier hatte ich 150 Amperestunden Batterie drin, da kann ich aber nur die Hälfte nützen. Das heißt, von den 150 konnte ich nur 75 Ampere nützen und dann müsste ich immer wieder laden, dass die Batterie gesund bleibt. Und bei der Lithium kann ich die 100 Ampere nützen. Ja, und ich kann sie auch mal eine Zeit lang tief entladen rumstehen lassen. Wir haben hier einen Batterieindikator. Der geht nach der Spannung. Der ist jetzt hier voll. Der zeigt mir jetzt natürlich lange sehr voll an mit der neuen Lithium-Batterie. Aber ich muss ja dann aufladen, wenn die in roten Bereich runtergeht. Also von dem her habe ich einfach lange voll und dann merke ich dann, wenn es leer ist, dann muss ich wieder aufladen. Vom Laden her, die Lithium-Batterie hat ja ein Batterie-Management-System drin. Und da kann ich mit einem schlechteren Ladestrom laden als bei der Bleibatterie. Und wie die aussieht, dann denke ich, die wurde nicht so sauber geladen. Und eben, wir schauen jetzt, wir ersetzen die Batterie alle 2 Jahre. Hier ist es auch nicht unbedingt warm. Sie steht hier und da, das ist unser Lager. Jetzt schauen wir dann mit der Lithium-Batterie, was die, ob die wirklich die 3000 Zyklen macht. Also die müsste ich jetzt eigentlich 10-mal länger halten. Also die überlebt mich theoretisch. Ich habe hier das App. Hier sehe ich logischerweise den Stromaufnahme. Wenn ich hier runter lasse, runter ist in die Richtung, man merkt schon, es ist gewaltig, es ist fast eine Tonne. Und wenn ich dann hier hoch lasse, dann sehe ich hier die Ampere, es kommt nicht so schnell, dann sind das 140 Ampere minus, jetzt wieder 0, was hier diese Batterie liefert. Liefert auch die Bleibatterie, das ist kein Thema. Wenn ich keine Last habe, hier also ohne Paletten hochfahren, da zieht er um die 60 Ampere. Das ist eigentlich auch keine Belastung. Eben die Batterie ohne Bluetooth, was ich bei der Blei auch nicht hatte, liegt sie bei 618, sollte 10-mal länger halten, also sind das 60 Schweizer Franken. Mit Bluetooth ist sie 820, aber die 618, für das kriege ich diese Bleibatterie nicht. Wenn ich das auf die Lebensdauer umrechne. Hier verlinke ich euch ein anderes Video über Batterien und wünsche euch aus unserem Lager einen schönen Tag.